Noch einmal alles geben. Noch einmal mit Leidenschaft und Liebe perfekte Menü kreieren. Am Finale vom Goldenen Koch 2023. Und das sind die fünf Kandidaten. Robin Höfer, Daniele Angelo Santo, Mario Garcia, Sean Rollier und Yannick Mühlemann. Mit dabei als Moderator der Spitzenkoch Ivo Adam. Das ist er, der Finale vom Goldenen Koch 2023. Willkommen im Kursaal Bern, wo die fünf Finalisten unter sich um einen renommierten Kochwettbewerb der Schweiz kämpfen. Ihre Aufgabe, in 5,5 Stunden mit einem Fisch und einem Fleischmenü zu zeigen, wie perfekt sie die Kochkunst beherrschen. Unter den Augen von einer hochkarätigen Jury und dem Publikum aus Gastronomie, Experten, Familie und Freunden entstehen Menü auf höchstem Niveau. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Langsam füllt sich der Saal und die Kandidaten sind sich am Aufwärmen. Weil das, was jetzt kommt, verordert alles von ihnen. Das Publikum ist gemütlich unterwegs. Und die Finalisten? Die sind für die grosse Herausforderung parat. In 4 Stunden und 15 Minuten ein Fischmenü abgeben und nach weiteren 75 Minuten ein Fleischmenü. Macht 5,5 Stunden lang Konzentration, Kreativität und volle Passion für ihr Handwerk. Es gibt bei beiden Menü Pflichtzutaten: Schweizer Saibling, Frischkäse und Haselnuss beim Fischmenü. Beim Fleisch ein Schweizer Kalbsnierstück, Kalbszunge, Rhabarber und rosa Pfeffer. Bis die 5 Finalisten ihr Menü abgeben, dauert es noch. Wenn es dann soweit ist, degustiert die Jury, zusammengestellt aus hochkarätigen Spitzenköchen, und vergibt dementsprechend Punkte. Weitere Punkte gibt es aber auch von der Küchenjury. Der Chef der Küchenjury ist er, der Thomas Nussbaumer, und ist jetzt bei mir. Präsident des Schweizer Kochverband. Herzlich willkommen. Was schaut ihr? Wir schauen grundsätzlich auf 3 Sachen. Und das Erste und das Wichtigste ist Respekt vor dem Produkt, Respekt vor den Sachen, die sie verarbeiten. Das Zweite, wir schauen selbstverständlich auch auf die fachtechnische Umsetzung. Und das Dritte ist Hygiene und Arbeitsorganisation. Aber die Köche haben ja auch einen Gummi an der Seite. Das sind meistens eingespielte Teams. Ausser dem Kandidat 1. Sein Gummi hat kein Visum bekommen und ist jetzt einfach jemand so schnell eingesprungen. Wie gross ist das Handicap für ihn? Für mich sind es 2 Sachen. Einerseits bist du ein Team, bereitest dich zusammen auf das vor. Es ist ein Team-Spirit, der oben ist. Du hast ein gemeinsames Ziel. Und das fehlt natürlich. Das kriegst du nicht her. Ich glaube, etwa 5 Tage weiss er, als er das wird sein. Das andere ist das Mitarbeiten, das Arbeiten. Und das kannst du, ich glaube, ein Stück weit organisatorisch lösen, indem du einfach Aufgaben delegierst. Aber es ist schon ein Unterschied. Und ich denke, es ist definitiv ein Handicap. Der eine oder andere, der weiss einfach blind, was er machen muss. Voilà. Aber jetzt unter uns, wie wichtig ist der Senf, von dir abgeben? Also, wie stark wird die Jury gewichtet von euch? Das sind irgendwo zwischen 20 und 25 Prozent. Vom Gesamten? Vom Gesamten, genau. Okay. Genau. Also das heisst, es sind wichtige Punkte, die du holen musst, wenn du gewinnen willst. Genau, dort, wo es eng wird, musst du sie holen. Und sonst ist... genau. Merci, Thomas Nussbaumer. Danke. Chef von der Küchenjury. Danke. Spulen wir mal kurz zurück Ende Januar. 7 Kandidaten und 1 Kandidatin. Jedes Veggie und ein Fleischmenü und wahnsinnig viele Emotionen. Das war der Halbfinale. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich würde dir ja gerne helfen. Aber ich darf nicht. Liebe Zuschauer, das ist nicht Photoshop. Das sieht wirklich so aus. Das ist natürlich schwierig. Also, wenn du einen Vater als Designer hast und dann machst du da so eine Wettkampf-Polenta, das sind natürlich die Welten. Mal schauen, ob der Vater zufrieden ist. La bien, c'est bravo.
etwas streng sein. Ja, das hoffe ich doch. Du bist ja da nicht in einer Bonnie-Ranch. Du musst schon ein bisschen Gas geben hier am Wettbewerb. Definitiv. Ich werde das die Mami nicht vorbehalten. Kommt doch schnell, mal bitte. Das ist einfach perfekt. Ich muss aufpassen, dass ich nicht alles ausesse, weil ich muss noch andere auch noch probieren. Hallo. Hallo, Anne. Und ich Wer von euch sehen wir im Finale des Goldenen Koch und von wem müssen wir uns leider verabschieden? Die Jury hat entschieden. Es hat Spass gemacht, um hier zu degustieren. Für mich tunkte der Chip etwas knusprig, zu hart, fast störend. Krieg ich schon Gänsehaut. Das erste Billet für auf Bern bekommt Jean Rollier, der Mario Garcia, Daniele Angelo Santo, Robin Höfe, der Yannick Müllermann. Kommen wir zu den fünf Finalisten. Wir fangen mit dem Robin an, dem Weltenbummler. Er kommt direkt aus Dubai und will noch mal zeigen, was er wirklich kann. Wer er ist, was Freunde über ihn sagen und was er macht. Wenn er nicht in der Küche steht, das kommt jetzt. Der Robin Höfer ist Sous-Chef im Atlantis Hotel zu Dubai. Kochen liegt in der Familie. Also mein älterer Bruder war für mich die Inspiration, Koch zu werden. Weil damals, als unsere Mutter verstorben ist, hat er einmal bei uns zu Hause gebrannte Mandeln gemacht. Und ich fand das so cool und habe irgendwie in dem Moment, also das ist für mich dieser Schlüsselmoment, wo ich entschieden habe, ich will auch Koch werden, ich will das auch können. Heute kochen der 28-Jährige auf Spitzenniveau. Also ich glaube, um auf dem Level zu arbeiten, da hat jeder irgendeinen Tick oder einen Schaden oder einen Perfektionistendrang. Und wer ist der Robin privat? Also er ist allgemein einfach ein Lebemensch, drauf los und unkompliziert, ist immer für einen da, wenn man ihn braucht. Die Freunde bedeuten ihm alles. Wenn ich morgens um 5 ein Problem habe, rufe ich die an und die kommen, egal wo sie sind. Und noch einer, der voll konzentriert arbeitet, ist der Daniele. Der Spitzenkoch aus dem Ossatal gibt immer Vollgas. Das ist er. Der Daniele Angelo Santo wirbelt als Sous-Chef durch die Küche vom Restaurant de l'Hôtel de Ville de Quissier. Für Hobby bleibt kaum Zeit. Dans la semaine, on n'a pas vraiment le temps. Du coup, on prend du plaisir à faire la cuisine, mais il y a des autres plaisirs dans la vie aussi. Zum Beispiel Sport. Pour un mieux santé mentale, il faut s'occuper, il faut faire plus de choses, il faut profiter de la vie. Das Leben geniesst Daniele mit Freunden und Kollegen. Die Liebe für gute Küche hat Daniele übrigens von der Nonna. J'étais là aidé et du coup ça m'a rapproché à la cuisine, ça m'a je crois que c'était le début de ma carrière. Und ich stehe jetzt bei Mario Garcias. Ein weiterer Kandidat, der alles gibt. Wer ist er?
Wir zeigen es jetzt. Der Mario Garcia hat sein eigenes Unternehmen und bietet auch Kochkurse an. Für sein Lieblingsmenü braucht es allerdings keinen Kurs. Mein Lieblingsessen ist einfach Raclette, guter Käse, gute Herdöpfel und irgendwie zwei, drei coole Soßen. That's it. Neben der Spitzengastronomie ist Sport ganz wichtig in seinem Leben. Die Freizeit teilt Mario am liebsten mit seiner Partnerin Nina. Sie ist auch im Wettbewerb eine wichtige Stütze für ihn. Der Mario hat übrigens auch als Jurymitglied Erfahrungen mit Kochwettbewerb. Es gibt ja wie ein anderes Bild auf einen Wettbewerb. Auf was wird geschaut, für was hat man Zeit zum Schauen, für was eben nicht. Die Bäcker haben Puderzucker, um den Fehler zu überdecken, und die Köche haben die Soße. Der junge Mann hier, der wird nicht nur als Koch an die Spitze, sondern als begeisterter Bergsportler hat er nur ein Ziel, und zwar ganz hoch. Hallo, mein Name ist Sean, ich komme aus Genf, ich bin 27 Jahre alt. Und begeisterter Bergsportler. Ich bin in l'alpinisme, l'escalade, la randonnée, que l'hiver, le ski de randonnée et le ski alpinisme. Der Bergsport ist sein Ausgleich zum stressigen Job als Chef de Partie im Hotelrestaurant Valros zu Couchemont. Ein guter Freund kennt den weiteren Grund für die Leidenschaft. Ich denke, ce côté un peu solitaire et ça, il adore ça. Wenn du schon in den Bergen unterwegs ist, inspiriert ihn das auch für seine Küche. Quand je suis dans la nature, évidemment, je suis entouré aussi par tout cet univers et cette diversité qui m'inspire et qui me permet aussi de me libérer l'esprit et d'apprécier la vie tout simplement différemment. Last but not least, der Yannick Müllermann. Schon im Halbfinale ist mir aufgefallen, wie ruhig das er arbeitet. Und scheinbar nichts bringt ihn aus der Ruhe. Auch jetzt ist er sehr fokussiert an der Arbeit. Und noch ein paar Infos über ihn. Der 29-jährige Yannick Müllermann ist Küchenchef im Giardino im Kursaal Bern. Er liebt klare puristische Küche. Meine Inspiration hole ich mir vorwiegend durchs Auswärts-Essen, dass ich dort Sachen aufschnappe. Natürlich gehört auch viel dazu die ganzen Food-Trends, die im Social Media dazugehören und dabei sind. Und sonst so im Leben? Im Winter auch sehr gerne Skifahren. Ich bin auch sonst gerne draußen. Treffe gerne Kollegen als Ausgleich, lache gerne mit ihnen. Bei seinem früheren Arbeitgeber im Hotel Eden Spiez hat Yannick mit Dominik Müller zusammengearbeitet. Sie im zweiten Lehrjahr, er ihr Vorbild. Es gibt mir schon so ein Bild, wie meine Zukunft aussehen könnte. Ich sehe, dass er noch so jung ist und gleich schon halt so viel erreicht hat in seinem Alter. Für den Yannick muss es nicht immer Spitzenküche sein. Auf Arbeit machen wir schon viel Shishi. Dann freue ich mich über ganz normale Hausmannskosten heim. Thank you.
alle fünf Kandidaten jetzt abgeben. Jetzt entscheidet die Jury, wer das gewinnt. Avec moi le président Frank Giovannini. Frank, tu as gagné deux fois le Cuisine d'Or. Comment le niveau a changé? J'ajoute qu'on est de plus en plus précis. On le voit surtout dans le visuel. Les plats sont plus jolis. Les goûts restent les goûts. Je ne pense pas que c'est meilleur qu'avant. Par contre, c'est vrai que c'est plus joli, c'est plus minutieux. Le matériel a changé. Et on voit que maintenant, tout le monde est vraiment... Les cinq candidats étaient vraiment très, très bien préparés. Mm-hmm. Parce qu'on voit qu'ils sont tous à l'aise. Tout le monde est à l'heure et il n'y a pas de problème d'organisation. Et qu'est-ce que ce concours apprendre apportait à notre métier? En Suisse, ça reste le plus bel événement culinaire pour moi. Ça reste le concours référence. Chez nous, ça met en avant justement ces jeunes, ça promouvoit notre métier, ça, c'est que positif pour motiver les... En plus, c'est en public, de pouvoir cuisiner dans ces conditions, mm-hmm. c'est incroyable mm-hmm. pour les jeunes. Et pour des jeunes, découvrir un peu notre métier. En plus, maintenant, on voit qu'il y a un côté aussi télévisé, maintenant c'est plus médiatique. Donc c'est très bien pour valoriser les jeunes et apporter peut-être des motivés, mm-hmm. des jeunes gens à être cuisiniers. Yeah. On ne sait pas encore qui a gagné. Qu'est-ce que tu penses? Le gagnant, le winner, parle suisse-allemand ou français? Pour être honnête, je ne sais pas. Pour moi, il y a trois qui se détachent. Puis il y en a dans les trois qui étaient mieux au poisson, l'autre qui était mieux à la viande, et puis après il y aura la cuisine. Franchement, je dois dire franchement que c'est difficile. J'ai mon favori, mais je ne sais pas. Pour moi, c'est compliqué. Il y a vraiment trois personnes qui sont très proches. Der Jurypräsident Frank Giovannini. Merci vielmals. Merci. Er sagt also nichts, wer gewinnt oder wer gewonnen hat. Die Spannung bleibt und wir freuen uns auf die Spannung, wer gewinnt am diesjährigen Kochwettbewerb Goldiger Koch 2023.